Was ist eine Kohlebogenlampe? Beziehungsweise wie funktioniert sie? Und ja, was ist so spannend an dem Ding? Das gibt's in diesem Video. Schauen wir ein bisschen in die Geschichte rein. Das da ist Sir Humphry Davy, englischer Chemiker, hat unter anderem die schmetterlinde Wirkung von Lachgas entdeckt. Und erkannte Chlor als eigenständiges Element und gilt als einer der Wegbereiter der modernen Elektrochemie. Und er gilt als Erfinder der Bogenlampe. Die Kohlebogenlampe, auch Bogenlampe genannt, besteht aus zwei Elektroden, aus Graphit, und zwischen diesen ist ein in Luft brennender Lichtbogen. Es ist die erste elektrische Lampe, die über längere Zeiträume helles Licht abgeben konnte. Und die erste in Serie produzierte elektrische Lampe überhaupt. 1802 wurde sie entwickelt. Es dauerte allerdings noch einige Jahre, bis sie sozusagen serienreif war, weil diese Elektroden aus Graphit halt relativ schnell abbrannten. 1879 wurde sie von Werner von Siemens zur Straßenbeleuchtung beispielsweise eingesetzt. Der große Vorteil der Bogenlampe ist ihre sehr große Helligkeit. Das erklärt auch, obwohl es oder trotz Glühbirne, die ja in der Handhabung doch deutlich einfacher ist, sie sich gehalten hat in zum Beispiel Scheinwerfern, bei Filmaufnahmen zum Beispiel oder bei Zweiten Weltkrieg. Bei Suchscheinwerfern, um jetzt zum Beispiel bei der Luftabwehr den Himmel nach feindlichen Flugzeugen abzusuchen. Oder auch, wie gesagt, bis Mitte 20. Jahrhundert auch in Kinos als ja, Lichtquelle für den Kinoprojektor, weil eben sehr, sehr hell. Hier hätte ich eine Kohlenbogenlampe. Hier sind zwei Kohlestäbe, die kann man so rum zusammenbringen. Da macht man praktisch einen Kurzschluss. Und dann bildet sich ein Lichtbogen zwischen den beiden, und der ist unfassbar hell. Und damit kann man schöne Versuche machen. Und das zeige ich jetzt mal. Dazu muss ich allerdings hier die Haube montieren, weil das Licht enthält unter anderem auch UV-Licht und ist, wie gesagt, unfassbar hell. Da darf man nicht direkt reingucken. Deswegen Schutzhaube noch montieren. Aber die Kamera, die werde ich mal direkt reinfilmen lassen. Mal gucken. So, Deckel ist drauf. Und jetzt nehme ich hier vorne die Linse raus, sodass man direkt reingucken kann. Normalerweise guckt man durch dieses Fensterchen. Das kann man dann auch gleich machen. Aber die Kamera lasse ich praktisch mal direkt reingucken. Und dann schauen wir mal. Also zum Einschalten muss man die Kohlestifte zusammenbringen, wieder auseinanderziehen. Und schon habe ich meine helle Lichtquelle. Hier sieht man sehr schön die beiden Kohlestifte. Gucken wir uns noch mal so ein bisschen den Aufbau an. Ich habe hier, leider ist hier schon die Kette ein bisschen kaputt, sodass wenn man das zurückdreht, nur das eine zurückgeht. Und das auch vermutlich nur aufgrund der Schwerkraft. Man kann hier diese beiden Elektroden zusammenbringen. Und dann wird er entsprechend durch den Kontakt der Funke sozusagen gestartet. Und wenn man genau hinguckt, dann fällt einem auf, dass diese Elektrode hier, die ist ungefähr so lang. Und wenn ich mir diese Elektrode angucke, die ist doppelt so lang. Das ist natürlich die Frage, warum macht man das so? Und diese Kohlenbogenlampen, die können mit Gleich- und mit Wechselspannung betrieben werden. Und diese hier ist eine Gleichspannungs,
Kronbogenlampe. Das weiß ich daher, dass ich es erstmal mit dem Multimeter gemessen habe. Und zwar in der Anfangsphase, wenn die Elektroden sich noch nicht berührt haben, liegen hier 300 Volt an. Und zwar derart, dass die kurze hier minus ist und die lange Elektrode hier plus ist. Das ist dann sozusagen die Kathode und die Anode. Und dass das so eine Gleichspannungsgeschichte ist, sieht man auch daran, wenn man das hier praktisch mal rausnimmt und ich hatte gehofft, das jetzt hier irgendwo gerade so für dich liegen zu haben. Nee, dann nehme ich es mal wirklich raus. Und wenn man sich das anguckt, sieht man hier so ein kleines Loch, wenn die Kamera das fokussiert. Da schlagen sozusagen die Elektronen ein. Dadurch entsteht dieses Loch. Und das ist eigentlich ein ganz gutes Merkmal, woran man erkennen kann, dass das sozusagen die Anode bzw. die positive Elektrode ist. In manchen Kronbogenlampen sind beide dann gleich lang und dafür ist dann die Anode dicker. Hier sieht man eine benutzte Anode, hier sieht man schön den Krater und dass die halt deutlich dicker ist im Vergleich zu der, die hier drin ist. Des Weiteren hier die Kathode, die wird hier praktisch so kegelförmig abgenutzt. Ja, und dann werden die halt im Laufe der Zeit kürzer. Und leider funktioniert es bei dieser auch nicht mehr. Im Idealfall hat man hier so eine Kiste hängen. Das ist ein Stellmotor, der sozusagen ganz langsam die Elektroden sozusagen nachführt. Sonst ist das ein relativ kurzes Vergnügen. Nach 1, 2 Minuten sind die halt schon so weit abgebrannt, dass die Lücke halt so groß wird, dass dann halt irgendwann die Lücke zu groß ist und der Bogen sozusagen erlischt. Und deshalb muss das halt regelmäßig nachgeführt werden. Hier muss man es jetzt leider per Hand machen, weil, wie gesagt, der Motor, ja, nicht mehr mag.